Herzlich willkommen zu einer neuen Startup DNA Podcast Folge. Ja, heute wieder ein Highlight aus ganz vielen Sichten. Ich glaube, diese Folge wird wirklich, wirklich spannend, wichtig und gut. Und wie immer starte ich erstmal. Wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Simone Spuler. Ich bin von Haus aus Neurologin. Ich leite an der Charité in Berlin eine Arbeitsgruppe von etwa 25 Leuten. Und wir beschäftigen uns mit Muskelschwund, Muskeldystrophien, genetischen Erkrankungen. Wir sehen diese Patienten, denn meine Ambulanz hat 2.500 Patienten, die größte ihrer Art hier bei uns. Und wir arbeiten daran, dass diese schrecklichen Krankheiten, für die es keine Therapien gibt bisher, dass sich das ändert. Und da wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten. Und dafür kommt uns die Stammzelltechnologie genauso wie auch die neue Genschere, die wir CRISPR-Cas9 nennen, zugute. Ein perfektes Match, sodass wir davon ausgehen, dass wir erste klinische Studien in einem Jahr beginnen. Da werden wir natürlich gleich ganz tief einsteigen. Aber du hast noch eine Powerfrau mitgebracht. Und was ist deine Rolle? Wer bist du? Hallo, Verena Schövel. Ich bin ebenfalls Ärztin, Wissenschaftlerin und arbeite seit vielen Jahren mit Simone Spuler zusammen. Durfte unfassbar viel lernen auf der klinischen Seite, eben aber auch auf der Forschungsseite. Habe auch ein MBA gemacht im Bereich Healthcare Management. Habe mich da sehr früh in den Bereich um Zell- und Gentherapien, also eine neue Art von Medikamentenklasse, gekümmert. Und möchte jetzt zusammen mit Simone in einem Unternehmen unsere Innovation vorantreiben, dass sie wirklich an den Patienten kommt. Aber ich denke, das ist dann auch ein Thema für gleich. Das finden wir total super. Und weil das natürlich ein ganz auch komplexes Thema ist und auch sehr tiefgreifend ist, habe ich noch jemanden aus unserem Team mitgebracht. Vielleicht stellst du dich auch noch kurz vor. Ja, gerne. Genau. Ich bin Alex. Ich bin Investment Manager bei Freigeist und supporte auch die technischen Analysen bei 10xDNA mit. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich Unternehmen auf ihre Technologie hin untersuche und versuche, Trends zu erkennen. Und genau, einer dieser Technologien ist Biotech, sage ich jetzt mal so ganz grob, dieser Systembereich, was ich mir anschaue. Und ja, ich bin auch glücklich, dass wir heute wie ich zwei Expertinnen in dem Bereich hier haben und wir darüber diskutieren können. Das gibt es nämlich so interessant und auch so wichtig in der Mission selten. Wir haben hier den Baukasten der Zukunft definiert. Das ist natürlich auch eine Blockchain, 3D-Druck, 5G, 6G, Quantencomputer und so weiter. Aber eins davon, ein Modul ist quasi CRISPR-Cas9. Ich sag jetzt mal mit meiner, wie meine Frau immer sagt, als Nicht-Mediziner, was das ist, um mal die Zuhörer mitzunehmen. Und dann natürlich müsst ihr mich unbedingt korrigieren und werden tief einsteigen. Das heißt nämlich, wir alle haben ja einen Code in uns, der uns quasi definiert. Und jetzt haben wir zum ersten Mal oder seit einiger Zeit haben wir die Rechenpower und die Möglichkeiten gehabt, den überhaupt zu verstehen. Und dann kam jemand sehr Kluges auf ein Konzept, wo man gesagt hat, man kann diesen Code aufdröseln, kann dann einen Teil rausschneiden und damit kann man dann gewisse Veränderungen im Körper hervorrufen. Ist das so ganz grob oder wie viel Blödsinn ist das? Das ist super. Die Ergänzung wäre noch, dass das nicht erfunden, sondern gefunden wurde. Also, denn es ist ja ein bakterielles Abwehrsystem gegen Viren. Und das zu entdecken, was da eigentlich passiert in den bakteriellen Abwehrsystemen, das ist das Tolle, was Jennifer und Emmanuel gefunden haben. Genau, und jetzt muss man schon sagen, man greift da rein, da werden wir vielleicht auch gleich noch philosophisch und ethisch drüber sprechen, aber man muss schon sagen, wir verändern den Code unseres Lebens, wenn man es so nennen will. Das ist natürlich für uns quasi, mein Background ist Informationstechnik, natürlich super spannend. Wir haben uns kennengelernt bei Ein Herz für Kinder, dort wurdest du zu Recht auf die Bühne geholt, weil du was ganz Tolles machst. Sag uns doch nochmal genau, was machst du mit diesem CRISPR-Cas9? Wir können dadurch, dass wir halt so viele Patienten kennen und bei den Patienten eben dank der neuen genetischen Methoden, Next Generation Sequencing gehört dazu, können wir halt ganz anders als vor 15 Jahren ganz präzise Diagnosen stellen. Und diese präzisen Diagnosen erlauben uns dann erstmal bioinformatisch zu schauen, gibt es unter den verschiedenen Genscheren, gibt ja nicht nur das Original CRISPR-Cas9 von 2013, sondern inzwischen gibt es ein ganz Portfolio an verschiedenen Scheren und Pinzetten. Und das wird bioinformatisch analysiert, ob eben eine bestimmte Mutation sich heute einer Reparatur schon
andient. Ist es möglich? Und dann haben wir eben eine Aber zu dir kommen kranke Menschen, oder? Also, zu mir kommen kranke Menschen. Und dann, also die wissen schon, dass sie einen Defekt haben, die haben ein konkretes Problem und dann schaust du, sorry, wenn ich jetzt, weil für mich und auch, glaube ich, die Zuhörer sind das neue Welten. Das heißt, dann schaust du und sagst zum Beispiel, was wir bei Kindern gesehen haben, teilweise mit den Muskeln, und dann analysierst du, dann schaust du, welche dieser Scheren, Pinzetten quasi, wo wir unseren Code verändern können, ist gerade der richtige? Fangen wir noch mal ein bisschen vorher an. Also die Patienten, die ich sehe, die haben Muskeldystrophie. Das ist eine genetische Erkrankung und diese genetische Erkrankung führt dazu, dass die Muskeln sich irgendwann in der Kindheit beginnend abbauen und in Fett- und Bindegewebe umgebaut werden. Und wir haben ja 400 verschiedene Muskeln. Jede Krankheit hat so ein bisschen anderes Verteilungsmuster, aber im Prinzip kann man sagen, alle Muskeln sind davon betroffen. Und diese Krankheiten, die führen zur Unfähigkeit, überhaupt mal zu gehen. Die können aber auch die Atemmuskulatur betreffen und die verkürzen die Lebenserwartung. Und es ist eine ganz, ganz schreckliche Krankheit, weil man nichts dagegen tun konnte. Und hier ist die Ursache eine Veränderung im genetischen Code, manchmal nur ein einziger kleines Stückchen, was verkehrt eingebaut wurde. Angeboren. Also eine genetische Erkrankung bedeutet, dass die Krankheit angeboren ist, dass gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu vererben, aber oftmals ist Vater und Mutter Überträger, ohne das zu wissen, sind ganz gesund und haben dann ein Kind, bei dem im 5., 6. Lebensjahr eine Muskeldystrophie diagnostiziert wird und hatten überhaupt keine Ahnung von diesem Überträgerstatus, den die Eltern haben. Beide, wenn man nur eine kranke Kopie hat, ist man gesund und wenn man zwei kranke Kopien hat, dann bekommt man diese Krankheit. Und das ist natürlich ein Schicksalsschlag für diese Familien. Und wir haben jetzt ja auch einen Film dazu gesehen, haben das gesehen, wie eben Kinder auch im 7., 8. Lebensjahr schon erheblich beeinträchtigt sind. Und da erlaubt diese Genschere nun in einigen dieser Fälle in der Stammzelle des Muskels diese Mutation wieder zu reparieren. In einen gesunden Code. Und dann ist diese Zelle erstmal wieder gesund. Und das ist unser Beginn, in die Therapie einzusteigen. Bevor Alex gleich nochmal in die Tiefe geht, noch eine Frage, sorry, für die aus der Praxis. Hast du da schon Erfolge? Also jetzt mal wieder ganz einfach gefragt, gibt es ein Kind, was krank zu dir kam und diese schreckliche Krankheit hat, wo man eigentlich quasi nur noch sieht, dass es runtergeht und dass dann auch ein Kind wieder leben durfte? Oder wo steht da die Forschung und deine Anwendung quasi gerade? Also wir haben in dem Jahr 2019 das erste Mal erfolgreich in der Muskelstammzelle eine Mutation repariert. Und zwar nicht nur 3% repariert, sondern 97% repariert. Und nur 3% blieben unrepariert zurück. Das war ein großartiger Erfolg. Und von dort an sagen wir, eben wir prüfen das bei anderen Mutationen auch, aber wir versuchen das jetzt zum Patienten zu bringen. Der Weg in eine klinische Studie. Das war in einem Labor, ein Reagenzgläschen, oder war das in einer echten Person? Das war im Reagenzglas, okay. In der Zelle, in der Zellkultur, im Labor. Dann geht jetzt der Weg, dass man sagt, jetzt habe ich hier die gesunde Zelle, hier ist der Patient, dem gehört ja eigentlich die Zelle. Diese Zelle möchten wir zurückbringen zum Patienten in einen geeigneten Muskel, der eben geschwächt ist und den der Patient im täglichen Leben gut gebrauchen könnte. Das nennt man ein autologes Verfahren. Das heißt, die kranke Zelle wird dem Patienten als ganz, ganz kleine Biopsie entnommen. Wir vermehren die, reparieren die und möchten die dem Patienten lokal auch wieder zurückgeben. Dieser Schritt ist natürlich, weil wir eben hier über Genkorrektur reden, weil das ganz, ganz neu ist, weil es in Deutschland eben noch keine und eigentlich weltweit keine großen klinischen Erfahrungen damit gibt. Natürlich ein Weg, der auch streng reguliert ist. Und da ist uns allen nun auch das Paul-Ehrlich-Institut ja besser bekannt geworden durch die Impfstoffe. Aber das Paul-Ehrlich-Institut ist die Bundesoberbehörde, die dafür zuständig ist. Und gerade letzte Woche hatten wir als Gespräch über diese erste klinische Anwendung mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Termin für uns gewesen, wo wir eben das ganze Konzept vorstellen konnten, sagen konnten,
Das ist das, was wir auf der Sicherheitsseite vorweisen können. Und das ist das, was wir auf der Erfolgsseite vorweisen können. Und das und das und das und das ist das unser Konzept, wie wir eben diese klinische Anwendung machen. Ein Punkt, bevor Alex in die Tiefe geht. Das heißt, heute habt ihr das im Reagenzglas gezeigt, das funktioniert. Ihr habt jetzt positives Feedback von der Regulierung, wenn ich das mal so nennen darf, gröber, dass sie sagen, wir wollen das machen. Aber ihr habt das selber noch nicht gemacht. Also am Patienten nicht. Okay. Dazu brauchen wir die Erlaubnis des Paul-Ehrlich-Institutes. Und der Prozess ist jetzt angestoßen. Genau, ich wollte da vielleicht noch mal anknüpfen, sozusagen bei den Erfolgen, die ihr zeigen konntet, und das Thema Sicherheit. Vielleicht noch mal auf die Herausforderungen eingehen, so ein bisschen. Und zwar kann man sich, glaube ich, CRISPR stellen sich, glaube ich, dann viele wie ich als dieses Allheilmittel vor. Jetzt kann man wirklich jede genetische Krankheit sofort heilen. Aber auch da sieht man, es gibt bestimmte Krankheiten, die sich sozusagen mehr eignen, bestimmte, wo noch Herausforderungen da sind. Und das wäre vielleicht mal interessant, nochmal so einen Überblick zu kriegen, was sind die großen Herausforderungen aktuell? Was muss sozusagen geebnet werden, damit man wirklich die Krankheiten jetzt Stück für Stück heilen kann mithilfe von den Gene-Editing-Methoden? Also die größte Herausforderung ist natürlich, dass man dem Patienten nicht noch mehr schaden möchte, dass es also um Sicherheit geht. Und hier gibt es den Begriff aus dem Bereich der Genschere und des Gene-Editings, das nennt man Off-Targets. Das, was sozusagen an der Stelle der Mutation passiert, das nennt man On-Target, also an der richtigen Stelle wird das Richtige gemacht. Und das Off-Target ist, dass so eine Schere eventuell auch in der Lage sein könnte, an anderen Stellen im Genom Schaden anzurichten. Und deswegen ist das Augenmerk, das wichtigste Augenmerk, was wir haben und was natürlich auch die regulatorischen Behörden sehen, die sogenannte Off-Target-Analyse. Und dann wiederum muss man da ja natürlich auch abstimmen, was ist denn jetzt wirklich schlimm, was passieren kann. Und das wäre zum Beispiel, dass ein Gen, was dafür zuständig ist, bei uns im Körper Krebs zu verhindern, ein sogenanntes Tumorsuppressor-Gen, dass so ein Tumorsuppressor-Gen aus Versehen ausgeschaltet wird. Ja, und dann hat man die Zelle, ja, hat man zwar an einer bestimmten Mutation, hat man dann repariert und hat dabei leider ein Tumorsuppressor-Gen mit ausgenockt. Wenn das passiert, dann hat man wirklich ein Problem. Und das auszuschließen, daraus, und das ist Bioinformatik, und zwar auf dem Niveau von 2022, das kann man nicht mit dem alten Rechner machen, denn da muss das gesamte Genom durchgescannt werden, um zu schauen, dass wir eben hier nicht einen ungewünschten Off-Target-Effekt haben. Das heißt, ihr versucht das zu simulieren, weil man natürlich das eben nicht den Menschen geben möchte. Und das heißt, es ist wirklich eigentlich Software, die da heute läuft bei euch und das versucht zu simulieren. Genau, wir haben also einmal den Bereich der sogenannten Nassforschung, wo wirklich mit der Pipette dieses Editing gemacht wird. Und dann wird in Silico geschaut. Und die Kombination von eben der so experimentellen Forschung im Labor zusammen mit dem, was nur der Computer kann, das zusammen ermöglicht überhaupt erst, dass man wagen kann, mit dieser Therapie in den Patienten zu gehen. Warum, nochmal, das ist nicht mein Fachbereich, deswegen vielleicht, aber wenn man jetzt sieht, ein Kind, was ja wirklich unfassbar schrecklich ist, kommt dann mit 8 oder 10 Jahren in Situation, dass man sieht, jetzt würde der Muskel sogar so weit abgebaut, dass er nicht mehr atmen kann. Dann hat man nicht nur eine Gehproblem, sondern man hat wirklich ein Überlebensproblem. Gibt es dann nicht die Möglichkeit zu sagen, wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann haben wir leider schon an einigen Beispielen gesehen, weil die Krankheit kennst du ja relativ gut, dass das Kind wahrscheinlich noch eine Woche hat oder einen Monat hat, dass man dann in diese Risiken reingeht, oder ist es auch da einfach dann, dass man sagt, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe das schon. Also ob man nicht einfach wegen der Dramatik des Krankheitsbildes sozusagen ein bisschen weniger auf die Sicherheit und mehr auf die Dramatik achtet. Ich denke nicht, dass das ein guter Weg ist. Okay. So schrecklich das für ein Einzelschicksal ist, wenn man sagt, wir haben für dieses Einzelschicksal noch keine Hilfe, aber um die Technik nicht zu beschädigen und nicht in ein schlechtes Licht zu bringen, sondern zu zeigen, wie powerful das ist, was diese Technik für die Medizin leisten kann, muss man wirklich sehr, sehr, sehr geordnet vorgehen und wirklich keinen einzigen regulatorischen Schritt oder Sicherheitsschritt auslassen. Ich glaube, dass wir der Technik CRISPR-Cas9 unglaublichen Schaden zufügen würden, wenn man da sagt, nur weil einen das so betrübt, was man an Einzelschicksal sieht,
lassen wir diese Sicherheitsdinge einfach mal außen vor. Mhm. Das geht nicht, meiner Meinung nach. Genau, das Thema Sicherheit ist auch was, was wir in unserem Fonds ziemlich genau analysiert haben, weil es natürlich auch darum geht, welche von diesen verschiedenen, du hast es vorhin genannt, Gene-Editing-Werkzeugen kann überhaupt welche Sicherheit versprechen. Und vielleicht gibt es da Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt in einem Paper, was du veröffentlicht hast im letzten Jahr, auch gelesen, dass ihr mit Base-Editing arbeitet, was sozusagen nochmal eine kleine Abweichung von diesem ursprünglichen Tool ist. Und da würde mich mal interessieren, das ist eine Technologie, die wir sehr spannend finden und auf die wir auch sozusagen setzen mit einem unserer Investments. Vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, wie unterscheidet sich das und was sind vielleicht so Vor- und Nachteile von diesem Werkzeug gegenüber dem klassischen CRISPR-Werkzeug? Also das klassische Cas9, also die Schere, die schneidet die DNA durch, macht einen sogenannten DNA Double Strand Break. Und dann muss der Körper mit eigenen Mitteln versuchen, diese Reparatur wieder zu kitten. Und da gibt es Fehler im Kitten. Und da kann man, deswegen ist dieses ganz klassische Cas9 eher dazu gedacht, dass man Gene ausnockt in der Forschung. Und dass man die nicht repariert, sondern dass man die ausnockt. Und weil eben der Reparaturmechanismus, der passiert im Körper, wenn eben durchgeschnitten wird, die DNA, ist halt ein fehlerhafter Prozess. Und der Base Editor, das ist eine Weiterentwicklung, da ist das Cas9 inaktiviert, kann also nicht mehr schneiden. Und gleichzeitig ist ein Enzym, TAT-A heißt es, wird da dran gebunden. Und dann kann der Base Editor einen Zuckerrest mit der Pinzette wegnehmen und gegen einen anderen Zuckerrest ersetzen und dadurch bestimmte einzelne Nukleotide heilen. Und da kommt es nicht zu diesem DNA Double Strand Break. Das heißt, es ist also auch nicht notwendig, dass eben diese fehlerhafte Reparaturmechanismen in Gang gesetzt werden. Und das macht den Base Editor für die klinische Anwendung also großartig. Ja? Ihr beide seid Experten. Ich will noch mal ganz kurz was mitnehmen hier. Und zwar, wir reden hier über Mikrometer oder so, weil das hört sich jetzt so ein bisschen an, als könnte ich in der Küche quasi mit einer Pinzette und so. Sorry, nochmal ganz kurz, über was reden wir? Wir reden da über welche Größenordnungen und Also wir reden hier in einem Femtomol-Bereich, ja, und einem einzelnen Molekül. Dieses Molekül kommt aber auch wiederum in jeder Zelle des Körpers ja vor. Aber wir reden über Nanometer, also wir reden hier über das Kleinste, genau. Ich wollte es nur mal wieder, wir haben natürlich auch viele interessierte Zuhörer, genau, die sagen dann, das hörte sich gerade so an, als würde man da, das sind dann wahrscheinlich auch sehr spezielle Apparaturen, die sowas machen, die irgendwie wahrscheinlich so groß sind wie ein, ist ja schwierig auf so einem kleinen Bereich. Das, was du da gerade sehr visuell wie so ein Keksbacken erklärt hast, da nehmen wir ein bisschen Zucker raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber so kann man sich's vorstellen. Ich meine, wir gucken schon, wenn man auf einen Nukleotid guckt, guckt man schon auf die kleinste Einheit des biologischen Lebens, aber dann auch auf den sogenannten genetischen Code, den wir mit der Pflanzen und der ganzen Tierwelt ja auch teilen. Es gibt außer diesen Nukleotiden, diesen vier verschiedenen, gibt es keinen Code des Lebens. Darunter in der Größenordnung gibt es dann noch Atome und es gibt Elektronen und die Positronen umfliegen. Das ist noch kleiner, aber die kleinste Einheit des Lebens ist tatsächlich dieses Nukleotid und an dem arbeiten wir. Von der Vorstellung her muss man sich das so denken, dass wir Muskelstammzellen zur Verfügung haben, die aus den kranken Patienten vermehrt worden sind. Und so eine Muskelstammzelle hat einen Durchmesser von 100 Mikrometer. Also 100 Mikrometer, das ist eine große Zelle. Also ja, das heißt, ein Haar, wenn ich jetzt mal so ein Haar rausreiße, ist also, ähnlich. Ah, ähnlich, okay. Aber ich bin da nicht so gut in Haarschützen. Okay. Also ich kann immer nur sagen, hat jemand viele oder wenig Haare. Nein, aber es ist Pi mal Daumen die Größe eines Haars, was also, wir ja schon kaum auf dem Tisch sehen. Man kann sich vorstellen, dass eine Muskelstammzelle mit 100 Mikrometer Durchmesser, wenn man 10 davon nebeneinander legt, hat man 1 Millimeter. Okay. Also so klein sind die. Und an diesen Muskelstammzellen hat man nun hier die Genschere in der Hand, in einem Röhrchen, und möchte nun diese Genschere
in die Zelle bringen. Und dazu muss man diese Zelle erstmal ein bisschen schockieren. Und man muss natürlich sagen, hier ist eine Membran um die Zelle, die schützt ja auch die Zelle. Und beim Muskel ist die Membran halt auch besonders fest, weil der Muskel ja dauernder mechanischer Belastung später mal ausgesetzt ist. Deswegen ist die Membran also solide, und wir müssen die Schere in diese Zelle reinbringen. Also das heißt, hier müssen wir der Membran sagen, mach mal Türen auf, ja, mach mal Rezeptoren auf oder mach überhaupt mal auf, damit das reinkommen kann. Und das muss natürlich so funktionieren, dass wir dabei die Zelle nicht umbringen, weil dann haben wir ja auch gar nichts gewonnen. Also wir machen das mit einem Elektroschock. Wir geben diesen Elektroschock genau in der richtig dosierten Menge an die Zelle, und da drumherum schwimmt die Schere. Nicht nur die Schere, sondern auch der Navi. Denn ich meine, die Schere allein, die weiß ja gar nicht, was sie da tun soll, sondern die braucht eben ihre Adresse. Und diese Adresse wird eingegeben über ein Molekül, das nennt man Single Guide RNA. Also ein RNA-Molekül, was der Navi ist, zusammen mit der Schere. Und diese beiden Moleküle müssen effektiv in die Zelle. Hinterher sollen die Zellen noch leben, die sollen glücklich sein, die sollen sich weiter vermehren und trotzdem effektiv geeditet haben. Das ist die Kunst. Also vielen Dank. Ich glaube, viele Zuhörer, mich und ich auf jeden Fall, wissen jetzt, ich zumindest hätte in Biologie noch besser aufpassen sollen. Ja, aber genau, wieder zu dir, Alex. Vielleicht noch eine letzte Anschlussfrage technisch, weil ich wie ich spannend finde, darüber zu diskutieren. Das ist natürlich jetzt der Prozess, wenn die Zelle im Labor liegt. Aber wie könnte man das angehen, wenn man die Zellen im Körper tatsächlich angehen möchte? Wenn man vielleicht Geneditierung im Körper durchführen möchte, was ja für viele Krankheiten auch notwendig sein könnte, weil man die Zellen gar nicht rausnehmen kann und später wieder implantieren kann. Also im Endeffekt ist das natürlich, das ist das Ziel, das ferne Ziel. Wir wollen diese Krankheiten im Körper behandeln. Und es gilt natürlich für den Muskel, weil das, was ich gerade erkläre, wir haben hier dann, sagen wir mal, 50 Millionen geheilte Muskelzellen, die liegen hier, und hier ist ein ganzer kranker Patient. Da werden wir nur lokal einen Erfolg mit diesen Zellen haben können. Was auch nicht so schlecht ist für den Anfang. Erstens gucken wir bislang auf ein Problem, was überhaupt nicht behandelt werden kann. Dann gibt es natürlich auch lokale Probleme, die man erstmal behandeln kann und danach dann immer noch daran arbeiten, nicht, dass wir natürlich den ganzen Patienten sehen wollen. Aber ich möchte mal an Schluckmuskulatur, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das kleine Sachen, Muskeln, das Leben gefährdet zum Beispiel ist, ja. Auch das Greifen, ja, das Greifen einer Zahnbürste oder eines Wasserglases, ja schon alleine dieser Fingerbeuger, wenn man den bewegen kann, das ist schon besser, als wenn man ihn nicht bewegen kann. Also wir fangen mal mit kleinen Sachen an. Okay, Fernziel und die Vision ist natürlich, wir wollen diese Genschere in den Körper bringen, und zwar sicher. Und das ist natürlich eine große Kunst. Aber dazu brauchst du zum Beispiel erst einer, die Genschere, die kann man ja in verschiedener Form sich vorstellen. Man kann die als Eiweiß anbieten, man kann die als DNA anbieten, man kann sie als Messenger-RNA, als mRNA anbieten. So, was ist das eine und das andere Gute? Die DNA ist gefährlich. Wenn wir die DNA in die Zellen bringen, also jetzt bei unserem Fall Muskel, aber es kann ja auch die Leber, das kann das Hirn, das kann die Bauchspeicheldrüse sein, die Niere. Wenn wir die einbringen, dann hat die DNA, guckt sich da in der Zelle um, und entweder wird sie wieder abgebaut, wieder ausgestoßen, oder sie integriert sich in die vorhandene DNA. Wenn das jetzt passiert, dann haben wir eine Schere, die sich im vorhandenen Genom integriert und einfach da bleibt. Da kann die keiner mehr rausnehmen. Ja, und dann fangen halt die Probleme natürlich an. Das kann man sich leicht vorstellen. Diese Schere, die muss ihre Arbeit machen, und dann muss die aus der Zelle schnell wieder raus. Also gerade, wenn es hier um den ganzen Körper geht. Also das ist etwas, was wir mit DNA nicht machen können. Hier kommt die mRNA ins Spiel. Wenn wir die Genschere als mRNA in den Körper bringen, dann dauert das ein, zwei Tage, und dann ist die wieder weg. Die hat nämlich eine ganz kurze Halbwertszeit. Und dann müssen wir die mRNA verpacken in einer Form, dass sie sagt, ach ja, damit gehe ich in Muskel oder in das Organ des Vertrauens. Und dann wird da die Arbeit gemacht, und die mRNA, die eben dann in der Zelle in die Schere gebaut wird, die wird nach zwei Tagen wieder abgebaut. Und das ist, denke ich, eine unglaublich starke Technologie zusammen mit CRISPR-Cas, die mRNA als therapeutisches
Molekül zu entwickeln, weit über die Impfstoffe hinaus. Und dann sind wir auf dem Weg zur Behandlung des ganzen Patienten. Es ist nicht einfach, das ist nicht einfach. Denn das Verpacken von mRNA ist schon bei den Impfstoffen schwierig, aber die sind nur im Blut. Aber wenn wir jetzt auch noch den Weg in die Organe finden müssen, da wird noch einiges an kluger Forschung notwendig sein. Nicht mehr so viele Menschen konnten euch folgen, aber also ich glaube, wir haben ein grobes Bild, genau. Was wir tun werden, ist erstens, wir verlinken natürlich in den Shownotes alles an Research-Papieren und so weiter, wer da einsteigen will oder wer sagt, oh, jetzt wird's gerade spannend, ich habe das. Und natürlich auch unseren 10xDNA.com Newsletter, wo Alex und seine Kollegen auch immer wieder tiefgreifende Bio-Themen behandeln. Aber jetzt möchte ich ins zweite Thema rein, und zwar: Ihr seid dabei, ein Unternehmen zu gründen. Und vielleicht kannst du uns da mal abholen, was war die Idee, wo stehst du, was sind die Herausforderungen? Genau, also wir wollen das Unternehmen Myopax gründen, um richtig den Namen hier zu nennen. Genau. Und das Ziel von Myopax, wir konzentrieren uns hier erstmal ganz fokussiert auf die Muskelstammzelle. Wie Simone das ja vorher schon beschrieben hat, können wir aus kleinen Muskelbiopsien, die sind die Größe von eurer Fingerspitze, können wir Millionen von hochregenerativen und sehr, sehr reinen Muskelstammzellpopulationen generieren. Und wenn wir die reinjizieren, jetzt sind wir im Tiermodell, dann bauen diese Humanzellen schönen Muskel auf, humanen Muskel. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, füllen gleichzeitig den muskeleigenen Stammzellpool wieder auf. Was du dann hast, ist, du hast diesen direkten muskelaufbauenden Effekt und du hast diesen langfristigen Effekt, dass wenn du wieder eine Schädigung hast, dann tragen die wieder dazu bei. Genau, weil wir wissen, dass wir das jetzt können. Und jetzt sind wir noch nicht bei der Gentechnologie, können wir mit diesen unmanipulierten Zellen, haben wir im Prinzip jetzt alles durch, was man eben vorbereiten muss, um in eine klinische Studie zu gehen. Alle präklinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen. Und wir haben die Finanzierung bekommen für diese erste klinische Studie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Ja. Genau. Und diese Studie wird dieses Jahr starten. Und mit diesem Wissen, dass wir jetzt tatsächlich in die Klinik gehen, wollen wir jetzt eben auch tatsächlich ausgründen. Ausgründen deshalb, weil wir dieses große Potenzial sehen, weil wir an Geschwindigkeit aufnehmen wollen. Ja. Und das geht eben jetzt auch nur so. Außerdem müssen wir uns dann auch mal. Ja, also das nochmal für uns im Venture Capital Bereich, wo wir Frühphasen finanzieren und da auch sicherlich bald den ein oder anderen Biotech-Deal machen werden, nochmal ist das große Problem. Also du hast eine tolle Forschung, also ich glaube, wir haben sogar in Deutschland eine sehr gute Forschung, das betrifft sogar nicht nur Bio, sondern auch wir haben KIT, TUM Aachen im Technikbereich. Worin wir wirklich schlecht sind, ist das dann als schnell progressives Unternehmen aufzubauen, was das dann auch monetarisiert, Geld gehört dazu, um dann halt Forschung, Produktion und so weiter wirklich zu einem Milliarden, es geht nicht darum Geld, sondern Milliarden gleich, ich kann viele Forscher finanzieren, ich kann das ganze Thema machen. Da sind wir einfach wirklich, leider ist glaube ich eine Schwäche in Deutschland, deswegen finde ich das so stark, dass ihr beide das jetzt angeht und sagt, ihr gründet ein Unternehmen. Aber jetzt halt die Frage für dich, du kommst ja auch eigentlich aus dem, du bist Ärztin, aber du hast auch ein MBA gemacht. Aber jetzt wirst du zur Gründerin und was jetzt? Jetzt fängst du an zu pitchen, oder? Auf einmal musst du irgendwie ein Pitch-Deck bauen, du musst irgendwie verstehen, was ist ein TAM, also ein Total Addressable Market und genau, warum, weißt du, nimm uns mal mit. Also, ja, ist richtig. Also ich denke, primär haben wir sehr früh angefangen. Und es gibt mittlerweile auch in deutschen Universitäten gibt es Programme, die einen dahin leiten, sehr früh darüber nachzudenken, was ist das Endprodukt, denk vom Endprodukt. Das sind ja ganz wichtige Dinge, um dann zu überlegen, wo stehst du heute und wie kommst du dorthin. So, ich glaube, das ist schon mal das die Basis für all das, worüber wir jetzt sprechen. Und dann haben sich jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten, hat sich das angeschlossen, dass Pitch Decks gemacht werden müssen.
Wir haben auch echt ein gutes. und man pitcht und dann haben wir tatsächlich angefangen, das mal bei eben Einschlägen im Biotechnologiebereich eher deutsch oder europäisch ansässigen zu machen, haben jetzt aber auch bei der JP Morgan pitchen dürfen. Da waren wir dann tatsächlich auch mal mit Investoren in Kontakt, eben aus Asien, USA. Und gerade muss man sagen, diejenigen aus Asien, das war jetzt wirklich eine tolle Erfahrung, einfach. Was dann nachher eben passiert, ist das eine, aber auch die Fragen alleine währenddessen, wenn du pitchst, die Fragen, die dir entgegengebracht werden, die lassen dich ja oft auch wachsen, wenn es gute Fragen sind und dein Gegenüber klug ist. Da haben wir schon gemerkt, die sind die Investoren, mit denen wir da gesprochen haben, gerade Japan, Südkorea, die haben echt ganz andere Fragen gestellt, waren schon ganz viel mehr zu Hause im Bereich der regenerativen Medizin. Und das hat große Freude zum Beispiel bereitet. Ja, was ja eigentlich traurig ist, ne, dass man da in Deutschland eben nicht die Investoren hat, die eigentlich die klügsten Fragen stellen und die vielleicht am weitesten sind. Und es dauert immer, bevor so ein Ecosystem dann funktioniert, weil wir schauen ja oftmals neidisch auf Silicon Valley zum Beispiel, aber was passiert ist, dass es über Dekaden aufgebaut worden. Irgendwann gab es mal einen Hewlett-Packard, dann hat Steve Jobs ein Praktikum gemacht und so. Und vielleicht seid ihr, du jetzt vielleicht noch mehr als Gründerin, irgendwann dann auch die nächste Generation, die das dann in Deutschland besser macht. Aber jetzt müsst ihr euch erstmal hochhangeln und es gibt halt in Deutschland, haben wir noch einen Weg zu gehen, dass Investoren sowas genauso spannend finden wie manchmal asiatische, genauso klug und schnell investieren. Aber super, dass ihr überhaupt die Chance hatte, da so international zu pitchen und dass ihr dann auf beide Pools quasi zugreifen könnt, ne? dass ihr das überhaupt könnt, weil das ist für Startups gar nicht so einfach, so einen Zugang zu bekommen. Also da schon mal Respekt, dass ihr da in so einer großen Konferenz pitchen durftet. Das heißt, der Schritt ist jetzt, ihr wollt eine Seed-Finanzierung machen, also die wollt ihr auch sagen, was ihr sucht hier im Podcast? Das hören ja so Investoren zu oder ist das noch eine Größenordnung, also 100, weil Biotech ist ja immer schwierig. Also unter einem siebenstelligen Betrag brauchen wir gar nicht erst anfangen, das muss man ganz klar sagen. Und der muss eigentlich auch mittelstellig, siebenstellig sein, damit wir überhaupt die Substanz gewinnen können, innerhalb, sage ich mal, von 24 Monaten echt einen Fortschritt zu erzielen, der dann wiederum einen Mehrwert erbringt, um weitere Investoren interessieren zu können. Das ist ja der normale Weg, den Alex nicht quasi jeden Tag machen, du hast ja so Milestones, ne? Du brauchst jetzt erstmal 5 Millionen oder 10 Millionen und dann danach hast du nicht alle Patienten auf der Welt geheilt, sondern dann hast du quasi gezeigt, dass es funktioniert und dann kannst du quasi in der nächsten Runde auf einer höheren Basis dann noch mehr Geld einsammeln, weil du halt mit diesem ersten Finanzierung zeigen konntest, dass das funktioniert halt alles. Ja? Und also der jetzige Finanz- und Milestone-Plan, wie wir uns am idealsten vorstellen würden, sind aber auch verschiedene Produktlinien, an denen wir arbeiten, mit verschiedenen Risiko-Nutzen-Abwägungen. Genau. Da bräuchten wir 15 Millionen für 24 Monate. Und das ist tatsächlich, muss man ja sagen, gar nicht so einfach so als Seed in Deutschland zu beginnen. Genau. Ja. Auf die Produktlinien würde ich auch nochmal eingehen. Also finde ich super spannend, weil ich finde, die spiegeln wirklich gut wieder, dass ihr echt eine große Vision habt, wo das hingehen soll. Das heißt, jetzt mein Verständnis, nachdem ich das Pitch-Deck gelesen habe, startet ihr klar schon mit dem Riesenmarkt dieser genetischen vererbten Muskelschwundkrankheiten. Langfristig wollt ihr aber auch sozusagen der Degeneration einfach durchs Alter entgegenwirken, richtig? Und da vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie wollt ihr das erreichen, diesen Markt anzugehen? Genau, also wir sehen unsere Produktentwicklung im Prinzip technologisch gesehen aufbauend in drei Stufen. Das heißt aber nicht, dass die jeweilige Technologie ideal für alle die Indikation ist, sondern jede Technologie hat ihre Vor- und Nachteile und deswegen ist ideal für eine spezifische Gruppe von Muskelkrankheiten. Und Muskelkrankheiten sind mal primär der Fokus. Wenn wir über Muskeldefekte sprechen, dann können wir eben diese unmanipulierten Zellen nehmen, dann gibt es ja eigentlich kein Muskelproblem. Wir wollen nur einen Muskeldefekt therapieren. Das ist das, was wir auch in der ersten klinischen Studie machen. Dann kombinieren wir unsere Zelltechnologie mit den gentechnologischen Verfahren, um funktionell relevante Muskeln in diesen genetisch bedingten Muskelkrankheiten zu therapieren zu können. Und in dem dritten Verfahren, und das ist aber das, was am meisten in Anführungszeichen in den Kinderschuhen ist. Ne? Ich habe jetzt angefangen von dem Produkt, das morgen in der klinischen Studie ist. Jetzt sind wir eher noch aus der klinischen Sicht im Forschungsbereich. Aus dem Forschungsbereich würde man hier schon sagen, dass wir in der im präklinischen Setting sind. Da wollen wir die Zellen nicht generieren aus Muskelbiopsien, also aus den
muskeleigenen Stammzellen, sondern aus sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das sind Zellen, die können noch vieles werden. Und die wiederum wollen wir in Muskelstammzellen differenzieren, um sie nutzen zu können. Der Vorteil hier wäre, dass man eben mehr Zellen zur Verfügung hat und dass man die Zellen auch so manipulieren kann, dass man potenziell das autologe Verfahren verlassen kann. Also jedem Patienten wird das eigene Produkt produziert und in, zu einem allogenen Verfahren, was ja generell geliebt wird, sage ich jetzt mal in Supplier-Gedanken, weil es dann off the shelf, so nennen wir das, ist, im allogenen Verfahren ist. Ist aber explizit zu sagen, dass dieses allogene iPSC-Derivate-Verfahren nicht für alle Indikationen ideal ist. Ja, also das eine ist das eine unserer Produkte ist nicht das andere auf. Das ist mir nur wichtig zu sagen, weil das versteht man nicht immer gleich. Genau. Ja, ist eine Technologie, die wir uns mit Fate auch ganz intensiv angeguckt haben, die ja sozusagen in der Onkologie Immunzellen so generieren. Ja. Und da wäre meine Frage, ist das ein Thema, was in Europa gut erforscht werden kann oder gibt es da ethische Grenzen, Regulatorien, wenn es wirklich um diese induzierten pluripotenten Stammzellen geht? Ist es eine Schwierigkeit hier oder? Also ich denke, dass es zu Zeiten in Amerika teils schwieriger war, als es in Deutschland gewesen ist oder in Europa gewesen ist, überhaupt an iPS-Zellen zu arbeiten, auch in embryonalen Stammzellen aus verständlichen Gründen. Aber wir können hier gute und qualitativ sehr hochwertige iPS-Forschung machen und haben das die letzten 4 Jahre auch getan. Dieser Weg von der iPS-Zelle zu einer Muskelzelle ist gar nicht so einfach. Also embryologisch und entwicklungsbiologisch ist das ein komplizierter Weg. Und da muss man schon wirklich auch viel arbeiten dran, damit hinterher auch eine Muskelzelle da ist und nicht irgendwas, was keine Funktion hat und möglicherweise sogar gefährlich sein könnte. Aber wir haben also auch gerade in unserem Bereich, aber ich denke generell in Europa durchaus auch wirklich relevante Forschung dazu, auch sehr gut publiziert, hochrangige Wissenschaftler und wir haben auch Unternehmen, die sich in dem Bereich engagieren, die ja auch international tätig sind, gibt es ja. Ja, das war eine super interessante Reise und natürlich die Mission, die ihr habt, ist unfassbar wichtig und auch berührend, wenn man mal erlebt hat, wie Kinder leiden und das ist einfach auch nicht ein gebrochenes Bein, sondern das ist was immer schlechter wird. Das ist unfassbar toll, dass du und auch jetzt ihr beide euch dafür stark macht. Super, dass ihr gegründet habt. Das freut natürlich mein Herz und ich wünsche einfach euch dafür einfach nur alles Gute. Ja, und wenn hier ein Investor natürlich zuhört, die Kontakt, der ist unten verlinkt. Und wir müssen das Ecosystem jetzt ans Laufen kriegen, dass so kluge Forschungen auch dann so aus daraus erfolgreiche Unternehmen werden. Ich finde es immer für mich nochmal doppelt interessant. Natürlich, vielleicht macht man tolle Gewinne als Investor, aber vor allen Dingen macht man was wirklich, wirklich Sinnvolles, weil ich glaube, wer das einmal erlebt hat, und das hast du ja auch bei Ein Herz für Kinder da erzählt, das sind einfach echt auf der einen Seite sehr traurige bzw. sehr schöne Geschichten, wenn man da mal helfen kann. Das macht echt einen Unterschied in dieser Welt. Und ja, von daher, das letzte Wort habt ihr. Was wollt ihr noch mitgeben? Das Ziel der Therapie des ganzen Körpers ist das Fernziel und das wollen wir erreichen. Und alle Wege dahin sind genau auf diesen darauf fokussiert. Und das sind seltene Krankheiten, aber es ist unglaublich wichtig und es wäre ein Durchbruch in der Medizin. Und genau, dafür habe ich gearbeitet. Also würde gerne jetzt sehr, sehr zügig vorankommen können mit der Ausgründung. Ich würde mich freuen, wenn wir entsprechendes Vertrauen bei potenziellen Investoren generieren könnten, um dann wirklich Fahrt aufzunehmen und von einer, ich finde, sehr soliden Forschung und auch sehr soliden Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, aber wirklich auf die Autobahn wechseln zu können und richtig, richtig loslegen. Das cool. Wäre super cool. Wir wünschen euch alles Gute. Genau, sind natürlich sehr gespannt, wie euer Weg ist. Und vielen Dank, dass wir heute mit euch sprechen durften. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit. Ja.